Die zwangsneurotische Praktik der Übung hat sicherlich ihre Bewandtnis, aber es ist Unsinn, von solchen Metaphern oder Allegorien zu sprechen. Ein aufrechter Geist zeigt sich in einem aufrecht sitzenden Körper. Sie können da herumgefläzt sitzen, wie Sie wollen, ganz entspannt im Stuhl. Das Denken können Sie in dem Moment abstellen, wenn Sie wissen, dass wenn Sie das tun und das Auge dann geöffnet lassen, dass dann das Bild einfriert und als Vision eines fotografischen, eines Schnappschusses des authentischen Realen sich im zenotischen, nicht im Zen, doch im Zen-Blick des Zeno, des Parmenides, ekphoriert mit jener Authentizitätsevidenz, die wir in den letzten Videos beschrieben haben, als trügerische Selbstbehauptung oder Selbstdarstellung eines Seins von sich selber, das dann zuruft, das ist das Einzige, worum es geht, diesen Moment fotografiert zu haben und festgehalten und in die Erinnerungsspeicher aufgenommen zu haben, damit er dem universellen Bewusstsein zur Verfügung stehe.